Hallo und willkommen zu diesem neuen Video, einem What I Eat in a Day. Ich habe mir jetzt gerade erstmal meinen morgendlichen Kaffee gemacht. Das muss immer sein, bevor ich anfange zu arbeiten. Einmal erst schön Kaffee trinken. Mit dem setze ich mich gemütlich jetzt nochmal auf die Couch und dann wird es bald auch schon für mich mein Frühstück geben. Ich bin jetzt ja gerade im Muskelaufbau. Das heißt, ich esse jetzt gerade im Kalorienüberschuss und relativ viel Eiweiß, weil ich eben Muskeln aufbauen will und das natürlich mit Carbs zusammen mit der wichtigste Grundstein ist. Ich habe vor ungefähr 2 Monaten meine Wettkampfsaison beendet und auch meine Reverse dieten. Wir fangen jetzt einmal mit dem kompletten Aufbau an. Ich freue mich also mega drauf, einfach wieder mehr essen zu können. Und es wird natürlich viele gesunde Gerichte geben. Das seht ihr dann aber alles einmal später. Für mich gibt es jetzt erstmal den ersten Schluck Kaffee am Morgen. Noch richtig schön heiß. Ach, ich lieb's. Ich habe mir jetzt heute auch einfach so ein Nescafé gemacht. Ich hatte keine Lust auf einen anderen Kaffee. Da ist jetzt auch die erste Sache, ich trinke meinen Kaffee immer noch schwarz, also ohne Milch. Ihr könnt natürlich auch einfach Milch mit reinmachen. Mir persönlich sind es aber einfach noch unnötige Kalorien, die ich lieber für was anderes ausgebe am Tag. Deswegen einmal nur schön schwarzen Kaffee. It won't go away. I got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body. So tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Jetzt gerade einmal Frühstück gemacht und es gibt natürlich wie immer eine riesen Portion Porridge. Ich liebe es einfach. Das ist mein liebstes Frühstück, was ich wirklich immer jeden Tag esse. Also ich habe einfach Haferflocken mit Flohsamenschalen in die Mikrowelle gegeben und nur Wasser hinzugefügt. Ihr könnt es theoretisch auch mit Milch machen, dann schmeckt es natürlich noch mal ein bisschen besser. Als es fertig war, habe ich es rausgeholt aus der Mikrowelle, Proteinpulver untergemischt. Ich benutze jetzt momentan immer veganes Proteinpulver, weil es einfach noch mal eine dickere Konsistenz gibt und gerade auch die Flohsamenschalen machen die besondere Konsistenz aus. Also probiert es mal aus im Porridge, Flohsamenschalen. Es schmeckt einfach viel, viel besser, weil es so eine cremigere, dickere Konsistenz gibt. Dann habe ich mit dem veganen Proteinpulver untergemischt, nochmal in die Mikrowelle getan, dann rausgeholt, tiefgefrorene Beeren drüber gegeben, dann zerlaufen die nämlich so ein bisschen und sind so ganz leicht angewärmt. Was persönlich dann mein Highlight ist, ich gebe einmal Salz und ganz viel Zimt drüber. Ich liebe es einfach. Also ich finde, das schmeckt dann auch nochmal viel besser. Und ich hatte jetzt hier von Prozess noch so Quinoa-Puffs gehabt. Die geben nochmal so ein bisschen eine andere Konsistenz obendrauf. Die benutze ich aber nicht jeden Tag. Ich habe die Packung jetzt auch leer gemacht gehabt. Ich werde die erstmal nicht nachkaufen, aber so an sich als Topping ist es auch nochmal ganz nice. Und natürlich noch Nussmus. Nussmus muss auch immer oben drauf sein. Ich habe jetzt momentan noch eins von Foodspring da, Peanut Butter. Ansonsten benutze ich aber auch oft einfach mal das Rewe-Mandelmus. Da gucke ich einfach, worauf ich an dem Tag Lust hatte. Jetzt heute hatte ich mal mehr Lust auf Peanut Butter als auf Mandelmus. Deswegen gibt es einfach das. Und das ist einfach eine riesengroße Portion. Die ganzen Nährwerte habe ich euch ja gerade schon mal nebendran eingeblendet. Also es ist wirklich eine gute Frühstücksportion. Und dazu gibt es jetzt einmal noch hier den restlichen Kaffee. Also ich habe noch ungefähr die Hälfte vom Kaffee. Und das perfekter Start in den Tag. Oh, schmeckt so gut. Vor allem wirklich diese Konsistenz. 10 out of 10. Gibt nichts Besseres. Ach, und eine Angewohnheit habe ich auch immer beim Essen. Ich muss immer erst den Rand essen und ganz zum Schluss kommt dann der innere Kern mit dem Nussmus. Also das mache ich auch bei Kuchen so. Immer erst außen und dann ganz am Ende das Innere. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Angewohnheit. Jetzt nochmal die richtig schöne Konsistenz. Ist einfach so richtig cremig. Alle. Und so sieht die Schüssel dann immer jeden Morgen aus. Also einmal komplett leer. Ich mache mir jetzt einmal Mittagessen und zwar habe ich gerade schon das Eiklar einmal aus der Mikrowelle geholt. Und da kommt jetzt einmal noch einfach nur ein bisschen Salz oben drüber. Dann schmeckt es nämlich nochmal einen Ticken besser. Dazu mache ich mir jetzt einmal Tomaten. Wie soll es auch anders sein?
Ich liebe einfach meine Tomaten. Die habe ich jetzt gerade schon mal abgewaschen, deswegen sind die da einmal schon in der Schüssel mit drin. Und dazu gibt es jetzt eine Portion Maiswaffeln. Ich hole die jetzt hier immer vom Kaufland, weil gerade wenn ich arbeite, sind die praktisch, weil die immer so einzeln verpackt sind. Und da esse ich jetzt momentan mittags immer zwei von diesen Packen, also einfach 50 Gramm sind das. Ja, hier sieht man es nochmal, das sind die ganz klassischen Kaufmanns-Maiswaffeln. Da mache ich mir immer erstmal vier Stück hier mit auf den Teller und die anderen vier esse ich dann danach. Ich esse aber auch öfter mal, das sind so Quinoa-Waffeln von Rossmann, die sind auch lecker. Oder Rewe-Maiswaffeln, aber momentan habe ich wieder die vom Kaufland da. Das ist jetzt so mein Hauptmittagessen. Einmal schöne Portionen mit Maiswaffeln, Tomaten. Und dazu gibt es dann einmal das Eiklar. Wir probieren jetzt natürlich zusammen nochmal das Eiklar. Ja, ich liebe es einfach. Also ich mache das jetzt auch immer in der Mikrowelle, weil ich keine Lust habe, immer Pfannenträger zu machen. Das funktioniert super. Also einfach so ungefähr für 160 Gramm habe ich jetzt. Und sind so 2,5 Minuten die Mikrowelle. Und dann wird das echt perfekt. Hm. So was Warmes Mittagsessen ist aber richtig nice. Hm. Ich liebe Tomaten. Also Tomaten, da muss ich immer einige hundert Gramm wirklich pro Tag essen, sonst fehlt mir was. Vor allem diese kleinen Cocktailtomaten. Es gibt nichts Besseres. Mhm. Und das gibt es jetzt für mich einmal zu Ende. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mahlzeit wieder, wenn es dann an meinem Pre-Workout geht. Ich habe mir jetzt gerade einmal meinen Pre-Workout gemacht. Und zwar ist es eine Portion Porridge, einmal mit Schokoproteinpulver oben drüber gegeben. Da habe ich jetzt hier einmal von ESN das Designer Whey in Chocolate Fudge genommen. Das ist ja echt mein liebster Schokoladengeschmack von denen. Ich habe das Whey einfach mit Wasser angemischt und dann so als Creme oben drüber gegeben. Und das ist jetzt perfektes Pre-Workout. Carbs und Proteine, dann kann es in einen guten Leg Day gehen. Einmal aus dem Gym zurückgekommen, gibt es für mich jetzt mein Post-Workout und ich habe es mir gerade einmal schon gemacht. Es ist wieder eine große Portion Porridge und diesmal habe ich jetzt aber veganes Proteinpulver als Krümel oben drauf genommen. Heute als Pre-Workout hatte ich ja einmal nicht veganes Proteinpulver. Mein Porridge mache ich immer gleich. Das habe ich im Endeffekt genauso gemacht wie heute früh auch beim Frühstück. Zu dem veganen Proteinpulver habe ich dann jetzt einfach nur Wasser gegeben. Ich habe geguckt, wie viel ich brauche, dass es einfach diese Krümelkonsistenz gibt. Also da müsst ihr einfach schauen, wie viel Wasser ihr braucht. Je nach Proteinpulver ist es nämlich auch immer unterschiedlich von der Menge. Und dann gibt es einfach diese geilen Krümel. Ah, ich liebe es einfach, die dann als Post-Workout so oben drauf zu essen. Als Proteinpulver habe ich jetzt heute das von Evo benutzt in der Geschmacksrichtung Hazelnut Nougat. Schmeckt echt richtig geil. Wie der Name schon sagt, schmeckt es einfach so schokoladig, haselnussig. Also richtig, richtig lecker. Und vor allem die Krümel sind so richtig schön fein. Ich bin so ausgehungert. Also das ist immer das, worauf ich mich nach dem Training am meisten freue. Einfach so richtig schön große Portionen Porridge zu essen. Und ihr merkt wahrscheinlich jetzt auch in meinem Full Day of Eating, ich habe meine Standard-Meals, die ich einfach liebe und ich könnte mich gefühlt nur vom Porridge ernähren. Also ich esse meistens 3 Porridge-Mahlzeiten pro Tag und mir wird es auch nicht langweilig, weil ich kann ja immer anderes Proteinpulver oben drüber machen und dadurch schmeckt es immer wieder anders. Andere Toppings gibt es eigentlich immer als Frühstück, Pre- und Post-Workout. Und das lasse ich mir jetzt einmal zu Ende schmecken. Und was immer so mein Treat ist, den ich mir momentan jetzt gönne. Muss man natürlich nicht, aber ich persönlich liebe es einfach. Und zwar sind es Proteinriegel. Ich gönne mir dann quasi einmal nach dem Training immer nochmal so einen Proteinriegel. Das ist jetzt hier von Rocker, der No Way Bar in Triple Chocolate. Der schmeckt so geil schokoladig. Also es ist einfach ein richtiger Schokoladen-Overload. Das beides in Kombi ist richtig nice. Einmal komplett aufgegessen. Das ist auch noch so eine Sache aus der Prep. Ich muss immer alles bis zum letzten Krümel einmal leer machen. Also ich könnte da jetzt nicht nur ein bisschen was drin lassen. Nein, muss einmal alles leer gemacht sein. Und ich freue mich jetzt einfach so krass auf diesen Riegel. Ich weiß echt nicht, auf was ich mich abends immer mehr freue. Auf meinen Porridge oder auf einen Proteinriegel. Und der ist einfach so richtig schön schokoladig. Und vor allem Triple Chocolate ist, wie der Name hier schon sagt, man hat quasi außenrum Schokolade, innen eine Schokoschicht und dann sind hier teilweise noch so richtig geile Schokostückchen auch nochmal mit drin. Und vor allem, wenn man da auf diesen Schokostückchen rumkaut, ist es richtig geil, weil es einfach wie Schokolade ist. So ein Treat kann man sich definitiv nach dem Gym mal gönnen.
Ich bin jetzt einmal dabei, mir die letzte Abendmahlzeit zu machen. Und zwar habe ich gerade schon Magerquark einfach in eine Schüssel gegeben. Und darüber tue ich dann jetzt einmal hier ein bisschen Geschmackspulver. Und zwar habe ich heute Lust auf das Flavin' Tasty and Salted Caramel. Da benutze ich aber auch jeden Tag immer irgendwas anderes, worauf ich halt eben an dem Tag am meisten Lust habe. Jetzt heute ist es Salted Caramel. Und da gebe ich dann einfach einen Scoop zu dem Magerquark hinzu. Und das rühre ich dann einmal um, bis alles komplett untergemischt ist. Wenn es einmal alles vermischt ist, dann streiche ich das glatt, dass das einfach eine ebene Fläche einmal gibt. Und dann mache ich die Ränder dann einmal sauber, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. Und dann sieht es einmal so aus. Und da kommt dann jetzt hier Mandelmus oben drüber. Ich benutze ja wirklich am liebsten immer das Rewe-Mandelmus. Ich finde, das schmeckt im Vergleich einfach wirklich am besten. Und das Beste ist doch wirklich immer den Löffel jetzt einmal ablecken, oder? So pures Mandelmus ist echt geil. Und das verteile ich jetzt immer einmal so ein bisschen im Kreis. Einfach, dass das Mandelmus so ein bisschen mehr überall ist. Und das kommt für ungefähr anderthalb Stündchen jetzt ins Gefrierfach. Mittlerweile lasse ich das meistens so eine Stunde 35 drin. Und dann ist es wie so ein gesundes Eis. Hat einfach so eine richtig geile Konsistenz dann. Ich habe ja gerade eben den Magerquark einmal ins Gefrierfach getan und einmal schon das Abendessen, das Richtige, vorbereitet. Also das ist jetzt sozusagen so eine kleine Zwischenmahlzeit, weil ich heute ja noch nicht so viel Gemüse gegessen hatte. Und ich versuche immer schon so ein paar hundert Gramm Gemüse am Tag zu essen. Deswegen mache ich das meistens momentan jetzt abends immer so, dass ich ganz normal mein Post-Workout esse, danach eigentlich immer dusche, mich fertig mache und danach gibt es dann nochmal so eine Zwischenmahlzeit, einfach mit Gemüse und nochmal hier so einem hart gekochten Ei. Wenn ich das gegessen habe, dann ungefähr so eine Stunde 20, Stunde 15 später, gibt es dann nochmal meine letzte Abendmahlzeit, was ich ja gerade schon vorbereitet hatte, was dann das Mandelmus mit dem Magerquark ist. Und so persönlich mache ich das momentan eigentlich immer, wenn ich an einem Tag arbeiten war und danach dann noch im Training. Ja. Am Wochenende lasse ich mir da schon ein bisschen mehr Zeit dann zwischen den Mahlzeiten, aber ich will, wie gesagt, einfach nur ein bisschen Gemüse abends essen, ein bisschen Zucchini, Tomate, was ich mir dann gleich einmal schön in der Pfanne anbrate. Fertig angebraten. Ich lasse das auch echt nicht lange in der Pfanne, also immer nur ein paar Minuten. Und dann sieht es einmal so aus. Richtig schön warme Gemüsepfanne. Und da kommen jetzt natürlich noch Gewürze oben drüber. Und zwar tue ich einmal Salz, den Gemüse-Arounder und Sriracha, was noch drüber kommt. Das sind eigentlich immer so meine drei Standardgewürze, die ich immer drüber mache. Und dazu gibt es dann, wie eben erwähnt, noch einmal das hart gekochte Ei. Also eine richtig schöne Gemüsepfanne, die super easy geht. Also ich finde echt, so Gemüse anbraten ist einfach mega lecker. Es geht schnell und vor allem ist es gut, auch einfach mal wieder so ein bisschen größere Portionen auch zu essen. Würzen kann man natürlich hier echt nach Wahl. Also ich benutze immer diese drei Sachen, weil ich es einfach richtig geil finde, diese Kombi. Durch die Sriracha ist es noch ein bisschen schärfer. Und das lasse ich mir jetzt einmal schön auf der Couch mit dem YouTube-Video schmecken. Ich habe den Magerquark jetzt einmal nach anderthalb Stunden aus dem Gefrierfach getan und so hört sich das einmal an. Also man sieht richtig, dass es so eine schöne Eisschicht ist und mit dem Mandelmus oben drüber richtig, richtig lecker. Und vor allem hier drin ist es einmal unten noch relativ cremig, aber oben trotzdem noch komplett gefroren. Das ist jetzt die beste letzte Abendmahlzeit, die ich mir einmal schmecken lasse.
gerade für den Abend ist perfekt. Mit Eiweiß und Fetten, langsamer verdaulich. Das war mein Full Day of Eating. Also ich bin jetzt momentan ja bei 2100 Kalorien, 2 Monate nach den Wettkämpfen. Also ich bin echt zufrieden momentan mit den Kalorien, aber ich freue mich natürlich auch drauf, wenn dann in der weiteren Off-Season die Kalorien noch weiter hochgeschraubt werden, ich noch mehr essen kann. Aber so für den Moment ist es auf jeden Fall gut von den Mahlzeiten. Ich esse jetzt momentan immer noch relativ viel Eiweiß. Also ich bin jetzt pro Tag ungefähr bei 170 Gramm. Das ist jetzt über 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei mir. Aber einfach, weil ich weiß, dass Eiweiß mich gut sättigt und ich esse auch einfach super gerne Eiweiß. Also natürlich braucht man nicht so viel Eiweiß. Ich rechne aber jetzt bei dem Eiweiß auch immer das Protein von zum Beispiel Haferflocken und so mit rein. Also wenn man wirklich nur das pure Eiweiß nehmen würde von zum Beispiel den Eiern, Eiweiß und dem Proteinpulver, dann wäre es auch ein bisschen weniger Eiweiß. Für mich funktioniert das momentan aber so noch ganz gut, weil ich einfach dadurch weniger Hunger habe. An Kohlenhydraten bin ich jetzt momentan dann ungefähr bei 200 Gramm pro Tag und Fette so 60 Gramm. Das heißt auf jeden Fall mindestens 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Ich schaue aber eher, dass ich ein bisschen drüber bin. Also langfristig will ich auf jeden Fall mit den Fetten noch hochgehen, weil gerade für uns Frauen, für den Hormonhaushalten alles super wichtig, viele Fette zu essen. Deswegen, aber momentan so die Kalorienaufteilung passt ganz gut. Ich bin gesättigt, ich habe nicht mehr so super viel Hunger. Klar, ich könnte immer noch mehr essen, aber ich gönne mir ja ab und zu zwischendurch auch immer mal was. Jetzt heute war es so ein klassischer Tag, wo ich mir nichts gegönnt habe, aber es kommt auch mal vor, dass ich mir an einem Tag manchmal noch so ein bisschen Schoki extra gönne, so ein kleines Stückchen, oder wenn mein Freund irgendwie mal so Proteinchips isst, sich da auch nochmal so 3-4 Stücke davon mit esse. Das track ich dann auch nicht mit ein, also das esse ich dann quasi einfach on top. Das gleiche wie zum Beispiel jetzt auch Flav Powder und sowas, das track ich auch nicht mit ein, das sind einfach dann die extra Kalorien, die noch dazu kommen. Ich hoffe, der Einblick in meinen Tag, was ich so esse momentan, hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!